Es geht darum, an 4 Tagen kommunale Entscheidungsträger weiterzubilden zum Thema, passt sehr gut, Boden gescheit nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass man keinen weiteren Boden mehr verbraucht, sondern dass man respektvoll, achtsam mit dem Boden umgeht. Sich überlegt, was man wohin baut, Altbestände nutzen. Also es geht sehr in Richtung Ortskernbelebung und die Nutzung des Bestehenden und nicht so sehr die Verbauung der grünen Wiese dahinter anzuhalten, also dass wir weniger Boden verbrauchen. Da gibt es eben verschiedenste Referate zu Grundlagen, sowohl jetzt zur Bodenbewusstseinsbildung als auch Raumplanung, Ortsbild, Baukultur, Siedlungsentwicklung und so weiter. Ein wesentlicher Teil des Lehrgangs sind auch Exkursionen. Die Teilnehmenden machen eine Projektarbeit. Das ganz klare Ziel ist, und das wäre schön und das passiert auch zum Teil bereits, dass dann die Absolventinnen und Absolventen in ihrer Gemeinde nicht nur Multiplikatoren sind, sondern auch dort selbst Veranstaltungen machen, das Thema aufgreifen, wie der Name schon sagt, kommunale Bodenbeauftragte, das heißt sich um das Thema Boden in der Gemeinde kümmern.